Herzlich willkommen bei den Herausforderungen des Schlafs. Gesunder Schlaf ist ganz wichtig für unseren Geist und für unseren Körper. Es gibt aber auch Phasen, wo uns das Schlafen Sorgen bereitet, vielleicht auch Kopfzerbrechen. Die Rede ist hier von Schlafstörungen. Welche Ursachen haben Schlafstörungen? Schlafstörungen betreffen viele Menschen und es gibt die verschiedensten Ursachen und Gründe für Schlafstörungen. Beispielsweise körperliche Ursachen, sogenannte organische Ursachen. Das können sein die Narkolepsie, die Schlafapnoe oder auch das Restless-Legs-Syndrom. Es gibt aber auch psychische Ursachen, vor allem psychische Erkrankungen wie Angststörungen und verschiedene Formen von Depressionen gehen mit Schlafstörungen einher. Aber auch äußere Einflüsse, wie beispielsweise kleine Kinder, ältere Menschen, persönliche Krisen und Sorgen, die ich habe, können meinen Schlaf negativ beeinflussen. Der Hauptgrund hierfür ist der Stress, der dahinter steckt. Und schlussendlich als letzten Punkt noch, Medikamente, Drogen und zu viel Alkoholkonsum können den Schlaf negativ beeinflussen. Erkennen von Schlafstörungen. Hinweise auf Schlafstörungen können sein. Wenn Sie am Abend beim Einschlafen länger als 30 Minuten brauchen, wenn Sie, obwohl Sie müde sind, nicht einschlafen können, wenn Sie in der Nacht aufwachen, mehrmals aufwachen und sich dann schwer tun, wieder einzuschlafen, wenn Sie in der Früh aufwachen, noch lange bevor der Wecker abgeht und dann aber nicht mehr einschlafen können, oder wenn Sie in der Früh aufstehen und den ganzen Tag über müde sind und das Gefühl haben, nicht erholsam geschlafen zu haben. Teufelskreis Schlafstörungen. Leider ist es oftmals so, dass sich Schlafprobleme in einem Teufelskreis aufrechterhalten und dann auch noch intensivieren können. Durch schlechten Schlaf erleiden Menschen am nächsten Tag häufig ein sogenanntes Hyperarousal. Sie sind müde und gleichzeitig aktiviert. In den meisten Fällen aber unangenehm aktiviert und unentspannt. Aus Angst, nicht schlafen zu können, erlebt man sogenannte schlafbehindernde Kognitionen. Man ärgert sich über die Schlaflosigkeit und man grübelt über die Konsequenzen. Zusätzlich gewöhnt man sich dysfunktionale Schlafgewohnheiten an. Man macht ein Mittagsschläfchen, geht früher zu Bett oder trinkt vor dem Schlafengehen noch Alkohol. Schlussendlich leidet man unter den Konsequenzen der Schlaflosigkeit. Man ist müde, man ist erschöpft, die Stimmung ist beeinträchtigt, die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit ist geringer. Im Endeffekt verringert sich die gesamte Lebensqualität, wodurch der Kreislauf erneut beginnt. Es ist langfristig sehr wichtig, auf einen gesunden Schlaf zu achten. Wenn Sie sich in dem Teufelskreis wiederfinden, rate ich Ihnen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Unterstützung bekommen Sie bei Ärzten und Ärztinnen, bei klinischen und Gesundheitspsychologen und Psychologinnen und bei Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen mit der entsprechenden Qualifikation. Vielen Dank, dass Sie auch dieses Mal dabei waren.